Hallo zusammen, vor dem Kino ist für euch wie immer nach dem Kino. Ich dachte mir, ich mache die Sache heute nochmal so, wie zu meinen Anfangszeiten, wie ich das normal immer am liebsten mache. Immer mit der rechten Hand, gell? Klappt immer am besten, ist immer sehr treu. Heute habe ich den Film, Urlaubsreif heißt er, mit, warte nochmal, Adam Sandler, Ben Stiller, Adam Sandler. Worum ging es in dem Film? Es ging darum, Drew Barrymore, muss ich sagen, dem ich mir eine Zeit lang nochmal so knapp 2 Stunden angeguckt habe, ist das eine absolut klasse Frau. Ich denke mal, die ist zwar außerhalb meiner Liga, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? Also cooler Film. Worum ging es? Drew Barrymore hatte eine Familie, war von ihrem Mann getrennt. Adam Sandler war Ben Stiller oder Adam Sandler, ach scheiß der Hund drauf, war ganz genauso, gell? Beide hatten ihre Kinder, der eine hatte 3 Frauen. Das war, warte mal, er hatte 3 Frauen, ja. Sie hatte 2 Jungen, wobei die 3 Frauen, die Kinder halt, die Älteste, die war 14, 15 rum, die sah eher aus wie so ein Kerl, spielte auch Basketball, sollte immer sehr viel Fleisch essen, hat der Vater gemeint, und wurde auch immer so ein bisschen gehänselt, dass er sehr attraktiv als Mann aussehen würde, bla bla bla. Ja, und dann sie ist selbstständig und macht für die Leute, die die dicken Eier haben, also viel Kohle in der Tasche haben, räumt sie Kleiderschränke von A nach B und managt die ganze Sache so ein bisschen, würde ich mal sagen. Er arbeitet in einem Sportgeschäft als Abteilungsleiter Heuwägelchen. Und dann sie und er haben ein Blind Date, was natürlich absolut in die Hose geht. Irgendwie sind sie beide voneinander angewidert, aber natürlich, wie das halt in solchen Filmen ist, und gerade das liebe ich so in solchen Filmen, ich kann mich da so richtig schön reinversetzen. Liebe, Schmerz, Komödie, Drama, alles auf einen Schlag, wie das halt schon oft in so Filmen ist. Zu guter Letzt sind sie natürlich zusammengekommen. Der Weg, wie sie da zusammengekommen sind, von Amerika über Afrika, von Buxtehude nach hier, nach da und was nicht alles. Aber es war cool gemacht. Man konnte mal weinen, man konnte herzhaft lachen. Ich bewerte den Film mit einer 2. Gefiel mir gut, ich wurde gut unterhalten und würde sagen, in diesem Sinne, bis dahin, gell? Tschö mit Ö. Hier machen wir nochmal einen Rundblick. So, ganz oben auf dem Parkhaus. In diesem Sinne.